Hallo, ich bin Tobias Fox und Dozent hier an der Digital Business School an der HFWU. Drei Keywords, die mich beschreiben: neugierig, Performance Marketing, Herzblut SEO und einer sei mir noch erlaubt, chronisch gut gelaunt. Ich unterrichte hier das Modul Search Engine, Performance Marketing und Web Analytics. Der große Schwerpunkt inhaltlich ist das ganze Thema Suchmaschinenmarketing, sowohl die bezahlte Werbung als auch die organische Suchmaschinenoptimierung. Und abrunden tue ich das mit Performance-Marketing-Möglichkeiten im Social-Media-Ads-Umfeld, also Werbung auf Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn und Co. Und dann nehmen wir noch quasi einen Exkurs zum Thema Webanalyse, die technologische Basis und die Funktionsprinzipien, als auch ein Einblick in die aktuellen Tools, natürlich allen voran Google Analytics in der neuen Version 4. Am meisten Spaß macht mir eigentlich, wenn der zweite Samstagwochenende vorbei ist und alle glücklich nach Hause gehen, alle Studierenden die Infos haben, um ihre Praxisarbeit bei mir erfolgreich zu meistern. Und das kontinuierlich gute Feedback, muss ich ehrlich sagen, mit konstruktiver Kritik, aber ich wachse hier genauso mit wie die Studierenden und das macht mir einfach unfassbar viel Freude, mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben. Was ist das Geheimnis? Ehrlich gesagt weiß ich es persönlich nicht. Ich habe nur die Bewertung gesehen und war überaus glücklich. Und an der Stelle nochmal an alle, die da teilgenommen haben, großes Dankeschön an euch. Ich versuche mal zu umschreiben, was mir persönlich sehr wichtig ist für meine Vorlesung. Ich versuche immer tagesaktuell zu sein. Das heißt, wenige Wochen vor Kursstart werden die Folien auf den aktuellen Stand gebracht. Man kann sich vorstellen, bei Google Ads als auch bei Social Ads, Google Analytics und Co., da tun sich quasi im wöchentlichen Rhythmus viele Dinge. Da versuche ich immer ganz tagesaktuelle, wochenaktuelle Folien zu haben, also die sind kein Jahr alt. Ich habe einen sehr starken Praxisbezug, das heißt, mir ist es persönlich wichtig, dass hier nichts Theoretisches gelernt wird, was man nicht anwenden kann. Ich habe den Ansatz, was bei mir gelernt wird, kann man am nächsten Tag im Marketinggespräch mit Entscheidern und Co. direkt umsetzen. Und vielleicht lehne ich mich damit aus dem Fenster. Ab und zu habe ich vielleicht eine humorvolle Note, die so ein bisschen das Dozieren und das Zuhören etwas auflockert. Und in der Praxis sieht das so aus, ich habe neben meinen Folien natürlich auch einen Flipchart, der oft zum Einsatz kommt. Ich gehe in den Browser, zeige live in Tools an echten Projekten, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Und ich gehe auch auf die einzelnen Fragestellungen aller Marketingverantwortlichen ein, wo wir dann quasi wirklich spontan uns mal eine große Unternehmensseite anschauen und die analysieren oder im E-Commerce gewisse Attributionsmodelle diskutieren. Also ich versuche, mein gesamtes Wissen anzapfbar weiterzugeben und ich glaube, eine Mischung aus all diesen Themen hat vermutlich dazu geführt, dass ich gut bewertet wurde. Wobei ich aber auch betonen muss, ich kenne sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen hier, die auch dozieren und ich weiß, dass da sehr hochkarätige Persönlichkeiten dabei sind. Daher bin ich umso froher, dass ich da auch mal gut abgeschnitten habe, aber ich weiß, dass die anderen einen exzellenten Job machen. Und ja, ich freue mich auf viele neue Gesichter im neuen Semester und bedanke mich für das Interview.